abschließen. Ich hab Wunder. Hinter mir geht's rum, gell? Servus. Wir haben ihn vergessen. Hinter mir geht's rum, gell? Das sind bloß 5 Leute. Wir haben in Kassel am Arsch.
da muss ich auf Zeiten gehen. Den hätte ich nicht. Kann ich es riskieren. Du bist aus der falschen Versammlung. Peter, servus. Hallo, ja, wieder. Servus, grüß dich, Thorsten. Servus. Ah, grüß dich. Hast du schon mal gefilmt? Kann man nicht oft genug machen. Ja, eben, genau. Hast du mich schön fotografiert? Ich meine Handschuhe. Ich kann den Finger abdrücken.
Also wir gehen jetzt auch rein. Servus. Servus. Ich will jetzt auch noch einen. Wollen wir einfach nehmen oder? Ja. Ich hätte gern von dem in Kühlschrank kommen. Und dann machen wir den Bier mit Kapuzinen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, den Mittelgang frei zu machen. Es folgt der schönste Teil des heutigen Tages, der Einzug der Festnahmen. Auf geht's! So, meine jetzt Mittelgang bitte wieder noch frei machen. Es folgt der Einzug der vorne unter donnernden Applaus aller Vereinsmitglieder natürlich. Auf geht's! Thank you.
Liebe Gäste, ich bitte Sie, zum Bayernlied und zum Deutschlandlied sich von den Plätzen zu erheben. Danke. Hinten drin in Blauer, hinten drin in Blauer. Und wir sind begrüßen unseren Hemmer Adria, der Sascha Gott's Tochter. Ebenso unseren Schirmherrn, Herr Bürgermeister Albert Nickel. Also der Adrian hat mir gesagt, der Bürgermeister war für Vormittag zuständig und der Adrian ist für Nachmittag zuständig. Wir das Wetter natürlich. Also scheinbar hat der Adrian doch einen besseren Draht. Da wird er auch vielleicht noch nach München, aber am Himmel auf jeden Fall schaut schlecht aus. Dann darf ich begrüßen unseren Ehrenvorstand Hans Stich. Die Ehrenkommandanten Anton Dippold und Reinhold Hefner. Dann darf ich begrüßen unsere Senioren, Alfons Walter, Johann Eckert und Anton Petter. Begrüßen der werte Bürgermeister aus Kirchdumbach, Jürgen Hürzinger. Begrüßen darf ich auch den stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Trabitz, Franz Groß, Franz Affe am Tisch. Dann wünsche ich euch noch ein paar schöne Stunden. Ich bitte jetzt Herrn Bürgermeister und seine Grußworte. Vielleicht hat er ein Geschenk dabei, ich weiß nicht.
Vorstand, lieber Martin, lieber Pater Adrian, liebe Ehrengäste, liebe Feuerwehrkameradinnen, liebe Feuerwehrkameraden. Ich glaube, der heutige Tag hat mich gelehrt, dass das Schirmmeer eigentlich die Aufgabe hat. Vormittag noch einen sehr löchrigen Schirm. Nachmittags haben wir den Pater Adrian ausgeholfen, pünktlich um 13:30 hat einen wunderbaren Schirm geliefert, der dicht gehalten hat. Herzlichen Dank, Adrian, das nächste Mal komme ich gleich zu dir. Na, liebe Festdamen, und ich sage es bewusst, an diesem Wochenende das schönste am Fest sind unsere Festdamen. Und ich glaube, da braucht uns um die Feuerwehr Tremmersdorf nicht bange sein, wenn wir so wunderschöne Festdamen haben, die vorsorgen dafür, dass wir eine gute Zukunft der Feuerwehr Tremmersdorf haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf also im Namen der Gemeinde und im Namen des Landkreises Neustadt an der Wartau, im Namen des Landrats Andreas Reier gratulieren zum 121. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Tremmersdorf. Ich darf gratulieren zum neuen Fahrzeug, das heute Vormittag übergeben worden ist. Ich glaube, das neue Fahrzeug, die Ausstattung und die gute Jugendarbeit wird auch dafür sorgen, dass die Feuerwehr Tremmersdorf eine gute Zukunft hat. Ich glaube, unsere Tremmersdorfer Wehr ist ein Spitzenwehr. Wir legen es heute oder dieses Wochenende wieder voll unter Beweis. Und dafür sage ich im Namen der Gemeinde und im Namen des Landkreises, vergelt's Gott, ihr macht es super. Allen, die mitwirken beim Fest, bei der Vorbereitung, bei der Nacharbeiten, vergelt's Gott, Martin, dir, den Vorstand, den Festausschussvorsitzenden, Michael Rotter, und allen einfach nur mal ein vergelt's Gott, macht weiter zu, ihr seid auf einem guten Weg. Und zu guter Letzt darf ich natürlich der Wehr der Kleinigkeit übergeben. Man sagt, ich bin eine zweierlei Funktion da. Ich darf eine Schirmeingabe übergeben und der Vergabe des Landkreises übergeben und des Landrats. Ich wünsche Ihnen allen heute einen schönen Festtag, schöne Stunden in Tremmersdorf und der Wehr Tremmersdorf eine gute Zukunft. Herzlichen Dank. Aber ich danke, aber hast du nicht nur im Amt hier? Also danke, lieber Albert. Wir spielen jetzt nur ein paar Rock. Und dann machen wir die Begrüßung der Vereine. Danke. Meine Diswert, unsere Haus- und Hofverfahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf dem Gelände schon mal ein paar Ball nicht gespielt haben wie ihr. Und das war jedes Mal klasse. Danke. Dann werden wir unsere Patenwehr, die Freiwillige Feuerwehr Steinsau begrüßen. Ebenso unsere Patenwehr, die Freiwillige Feuerwehr Eschenbach. Dann werden wir begrüßen die Freiwillige Feuerwehr Oberbiberach. Dann gehen weitere Grüße nach Oberbiberach zu den St. Sebastian Schützen. Die Soldaten- und Kriegerkameradschaft Vorbach. Die Freiwillige Feuerwehr Friedersreuth. Die Soldaten- und Kriegerkameradschaft Steinshardt. Danke für eure Salutschüsse. Dann schon seit Tagen vertreten die Freiwillige Feuerwehr Neustadt am Kulm. Den Gleiterzugverein Tremmersdorf und Umgebung. Die Freiwillige Feuerwehr Bürgerfreude. Die Freiwillige Feuerwehr Heidersreuth. Ja. Der FC Tremmersdorf Steinshardt. Ja. Dann unsere Klosterpräser.
Zwar wenn Fuß dran, aber sonst dann in Ordnung. Die Freiwillige Feuerwehr Mockersdorf. Die Landjugend Plessen. Die Freiwillige Feuerwehr Kassel. Der Sportlangerverein Eschenbach. Die Freiwillige Feuerwehr Durndorf. Der Obst- und Rattenbauverein Steinshaut. Die Freiwillige Feuerwehr Hessenreuth. Jetzt machen wir mehr Straßen. Die Freiwillige Feuerwehr Auerbach. Die Freiwillige Feuerwehr Schlammersdorf. Die Freiwillige Feuerwehr Bisfurt. Die Freiwillige Feuerwehr Fallersdorf-Gruppberg-Winkel. Die Freiwillige Feuerwehr Fürchendorf. Mike Erst gehört uns Schirm, wir brauchen nur Gottenbeeinnahmen. Der Krieger- und Soldatenkameradschaft Kassel. Der Trachtenverein Trabitz. Die Stadtkapelle Eschenbach. Die Freiwillige Feuerwehr Sassenreuth. Ach, soll das jetzt da rein. Und wen hat's auch schon mal wieder fest? Der Faschingsverein Hammerles. Die Freiwillige Feuerwehr Gunzendorf. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchendämmerreuth. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchendumper. Die Freiwillige Feuerwehr Unterbruch. Die Freiwillige Feuerwehr Fürbach. Die Freiwillige Feuerwehr Zindlader, darf ich entschuldigen. Die meisten sind schon weg. Haben nur fest einzugesucht. Der Burschenverein Kirchdumper. Jawohl, in der Stimmung. Gleich nochmal. Die Klosterkirche Schweinshaut. Der Schützenverein Eichenlaub Schlammersdorf. Der Schützenverein Breisdorf. Der Sportschützeneinigkeit Hubertus Kastel. Und die Freiwillige Feuerwehr Neuzirkenburg. Ich wünsche euch heute ein paar schöne Stunden. Legt so kräftig für den Abend, wie das brauchen. Danke. Und dann passieren wir alle, sonst funktioniert das ja nicht, okay?
und für euch, mein großer Bruder. Applaus für den auf unsere offizielle Videokamera 1, 2 oder 3 Stufe hier drauf und darf ihr jetzt filmen. Geht dann ein bisschen aus dem Promo in Sweet Camera! Oh,
Speinshart. Wir waren zuletzt in Speinshart, wann war das? 2010, richtig? Wir haben die Jahre über viel vergessen, aber das haben wir nicht vergessen. Und Tremersdorf, wir würden einfach gleich nahtlos daran anknüpfen. Ich will euch gleich mal schunkeln sehen. Nehmt den Nachbarn beim Arm. Hier ist er, hier ist der Vogel, der Baum. Okay. Der Baum ist der Vogel, wer baut? Vogel, wer baut, ist der schönste Baum. Der schönste Baum ist der Vogel, wer baut? Vogel, wer baut, weil er macht Jörg. Halli, hallo, Elisabeth. Vogel, wer baut, auf hat Vogel, wer baut? Halli, hallo, Elisabeth. Vogel, wer baut, weil er macht jetzt für alle mal Platz im Vogel. Elisabeth ist das schönste Bett. Das schönste Bett ist die Elisabeth. Elisabeth, weil er hat doch jetzt Hörstoff. Alle mal Hände nach oben. Ich will euch klatschen, Sekt. Hallo Elisabeth. Elisabeth, auf das Ohr der Frau. Hallo Elisabeth. Elisabeth, weil er nach gerade Waldbesitzer. La 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 la
ich habe jetzt eigentlich gedacht an der Stelle, die meisten werden vielleicht jetzt noch gemütlich hier ihren sich Schweinebraten verdauen oder ihr Schnitzel und Cordon Bleu und noch vielleicht sitzen. Nein! Ich habe mir gedacht, an der Stelle sage ich jetzt alle Mann mal aufstehen, aber ihr steht ja schon alle. Wir machen es jetzt mal folgendermaßen, wir kürzen das Ganze ab. Alle Mann, Hände nach oben! Der Treppersdorf, mich würde gerne mal interessieren, gibt's heute Abend Dorfkinder? Das Dorf, wo ich geboren bin, ist sicherlich nicht treffen, aber hier hat jeder eine Geschichte zu erzählen. In dem Dorf, wo ich geboren bin, mein erster Kuss, mein letztes Date, hab ich gewusst, wie sowas geht. In der Pause beim Schulhof, da ist es dann gesehen. In dem Dorf, wo ich geboren bin, Daumen hoch für das Glück.
schaffen, dass wir heute zusammen haben. Ein Fest für uns, Fest für uns. Und ihr seid so dermaßen geil drauf!